Da käme es jetzt auf die Definition an. Ab wann ist ein Baum ein Baum? So, dieses forstliche Maß sagt eigentlich, ab einem Durchmesser von 7 Zentimetern wird es als Baum gezählt. Aber wir haben keine Inventur, wie viel Stück es gibt. Ich kann es also nur schätzen. Und da wird man über alle Bestände hinweg vielleicht sagen können, naja, pro Hektar ungefähr 800 Stück oder 1000 Stück und das mal 6000, dann kommen wir also, wenn ich jetzt richtig überschlagen habe, auf 6 Millionen. Wenn Sie aber jedes kleine Bäumchen dazu nehmen, dann können wir wahrscheinlich in den Bereich von mehreren 100 Millionen kommen. Aber so die richtig stattlichen Bäume ab 7 Zentimeter und größer, das wären dann ein paar Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen. Der größte Baum, der steht wohl beim Wildgehege Salwest. Eine Tanne, die circa 200 Jahre alt ist, vielleicht auch ein bisschen älter, vielleicht ein bisschen jünger. Wenn man es genau wissen wollte, müsste man sie fällen. Das wollen wir lieber nicht tun, sondern sie möglichst lang erhalten. Die hat eine Höhe von über 40 Metern und wenn man es so im Holzvolumen ausdrückt, über 50 Festmeter Holz und einen Umfang von knapp 6 Metern. Also ein Vollernter hat zwei große Vorteile. Einmal ist er unheimlich schnell und ersetzt ungefähr 15 Forstwirte, 15 Männer ersetzt er in seiner Leistung. Und dann ist die Arbeitssicherheit höher. Also es gibt kaum schwere Unfälle von Fahrern von Vollerntern, aber es gibt regelmäßig schwere Unfälle von Waldarbeitern, die motormanuell, also mit der Motorsäge unterwegs sind. Aber dennoch hat der Vollernter auch seine Grenzen. Wenn da mal die Dimensionen der Bäume zu stark werden, dann wirken eben die Hebelgesetze und da kommt dann diese Hightech-Maschine auch an ihre technischen Grenzen. Also es ist so ein zweistufiges Verfahren. Eine Maschine fällt, entastet und lenkt ab. Eine zweite Maschine bringt es dann an die Waldstraße, die LKW befahrbar ist. Wenn man das jetzt so für einen durchschnittlichen Baum, Fichte, 40 cm Durchmesser, 30 Meter lang, überlegt, dann sind es pro Baum vielleicht 4 Minuten.